Und damit herzlich willkommen zu Froggypod. Und ihr seht es schon, es ist wieder was Süßes, was Schönes, tolles Bild im Hintergrund, tolle Musik. Und was fliegt da? Sind das so Papierdrachen? Kraniche? Voll süß. Es ist ein kleines, aber feines Visual Novel, glaube ich. Ich habe Screenshots gesehen, die waren toll, die haben mich überzeugt. Und guck mal, es geht um Frösche. Ne? Guck mal, das ist oh, der ist so süß. Dieser Frosch. Okay, gut, dann nicht lang schnacken und so, ne, sondern starten. Und da ist er, unser Frosch. Froggy is sleeping soundly. The pot, it's warm and cozy now. Oh, das sieht doch gemütlich aus. Oh, da guck mal, der tropft dann von diesem, was ist denn das? Grashalm oder so. But it will come to a boil eventually. Huh? It will be dangerous. So, worauf steht er denn? Ist das eine Herdplatte oder was? Please help convince Froggy to get out of the pot soon. I'm counting on you. Okay, das ist also unsere Aufgabe in diesem Spiel. Wir möchten Froggy da rausbekommen, weil es wird immer wärmer und wärmer und irgendwann wird es lebensgefährlich und oh, schöne Musik. Guck mal, der Badezug mit Zitrusfrüchten oder was ist das da drin? Hallo, Froggy? Komm, wir sagen jetzt mal Wakey Wakey. Oh. Jeez. You scared me. Warum bist du in so einem Pot? In einem Topf? Warum? Why am I in a pot? Why are you here? I was having such a nice nap and you woke me up. Ja, sorry, dass ich dich jetzt störe, aber... Apology accepted. Das war schnell. Relax, it's all good. Oh, der ist tiefenentspannt, der Kerl. Schön. Anyway, I'm just waiting for the water to heat up. Ja, aber zu viel ist auch nicht gut. It's nice and warm. Hier, mal kurz, ne, am Rande, ne? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie heiß duscht ihr? Also ich kenne Leute, die duschen so heiß, dass die schon fast anfangen zu kochen. Dass sich die Haut schält und was weiß ich. Ganz schlimm. Unerträglich. Und ich, ja, je nach Wetterlage, ne? Wenn es draußen warm ist, mag ich es ein bisschen kälter, aber sonst mag ich, glaube ich, ich würde fast sagen, durchschnittlich warm. Aber gehört ihr zu diesen Menschen, die total heiß duschen? Hasse ich ja. Ist auch ungesund für die Haut, ne? Nur mal so am Rande, möchte ich mal anmerken. Und die Leute, die kalt duschen, ne, bitte meldet euch unbedingt. Also ihr kriegt ein Herz auf den Kommentar oder so. Das Respekt, ne? Gebührt Respekt. It's nice and warm. You tired? Why don't you join me? Ja, the pot will come to a boil soon. Will you come out? Aber das ist auch irgendwie entspannt, ne? So warmes Wasser. Ich weiß, ich habe keine Badewanne. Ich habe früher öfter mal gebadet. Ich mochte Duschen überhaupt nicht. Und das fand ich immer angenehm, ne? Das ist ganz nett. Und auch in Japan ist das ja sehr verbreitet. Ist ja ein sehr großes Ding so mit Badehäusern, ne? Ich kenne auch hier ganz viele Leute, die in Saunen oder so gehen. Ne? In eine Sauna würde ich jetzt nicht reinsteppen, aber Leute scheinen es zu mögen. Und diese Badehäuser finde ich auch mal ganz fancy. Also hat eine coole Ästhetik. Ne? Ich sage nur Spirited Away und so. Ich gebe auch mal einen Hinweis. So eins der kommenden Spiele, ich warte drauf, hat vielleicht was mit Badehäuser zu tun. Ja, nur so ein kleiner Hinweis. Ah, don't worry. I'll get out eventually. I just wanna relax for a bit. Hoffentlich geht er auch dann rechtzeitig raus. Once it gets too hot, I'll get out for sure. Yeah, das klingt nicht so sicher. Okay, soll ich jetzt Gras hier anpacken oder? Nee, ich kann einfach nur weiter quatschen. How long have you been in here? I don't know, but it must have been quite a while now. Der hat auch geschlafen, also der wird das auch nicht merken, wenn es zu warm wird. But oh man, I'm so tired. Dann tut das natürlich gut, ne? So ein gutes, warmes Bad. Some days are just like that. I don't want to do anything, you know? Ich glaube, das kennen wir alle, ne? I'm sure you understand, right? Anyway, what about you? So, how's your day been? Ach, wenn du schon so fragst, ganz okay, ne? Ich habe gerade ganz viel Freizeit, die muss ich erstmal irgendwie lernen zu nutzen. Der fragt jetzt nicht wirklich nach meiner eigenen Meinung, aber wenn ich ja schon mal dabei bin, kann ich sie euch ja kundtun. Ja. Eigentlich alles entspannt, ne? Aber ich brauche gerade irgendwas, womit ich mich beschäftigen kann. Deswegen bieten sich Let's Plays ja wunderbar an, ne? Also da könnten ja wieder einige Videos kommen, so in den nächsten Tagen. So, und was sagen wir hier? I'm feeling really happy. It's all right, same as usual. I'm having a rough day. Davon habe ich jetzt mittlerweile genug.
What is this? A mood survey? Na, das ist ein bisschen sassy, die Antwort, ne? Ich würde sagen, sollen wir es mal speichern? Ich vergesse immer, ich spiele ja gerne Visual Novel, aber ich vergesse immer, bei Entscheidungen zu speichern. Dabei ist es das A und O bei Visual Novel, bei jeder Entscheidung speichern, weil ich weiß nicht, ob es hier verschiedene Enden gibt. Aber so kann man immer wieder zurückgehen. I'm feeling really happy, das würde ich jetzt, das ist ein bisschen übertrieben, ich sag, it's alright. Same as ever, ne? That's nice, there's something peaceful about the unchanging present. Das stimmt. Every day it's the same, it might be a little boring, but having a routine or something to do isn't so bad, I think. Ganz im Gegenteil, es ist sogar ganz wichtig. Na, wenn wir keine Routinen hätten, keine Gewohnheiten, an denen wir uns irgendwie orientieren könnten. Also, es gibt Leute, die kommen damit sicher gut klar, aber die meisten, die brauchen das. So, das gibt so ein bisschen Halt, so ein bisschen Struktur. Da weiß man, warum man ist und dann lebt man nicht so in den Tag hinein. Gerade so, wenn das Smartphone und Social Media Apps, ne, wie zum Beispiel TikTok vor allem, nicht weit weg von einem sind, ist es ganz schädlich, keine Gewohnheiten, keine Routine zu haben. Ne? Dann verliert man sich darin und dann das raubt einem Energie, Motivation, man kommt zu gar nichts mehr, man fühlt sich schlecht und das ist eine ganze Downwards-Spirale ab da. At least you know what to expect every day. Ja, genau das. Da weißt du, was du morgen kriegst, ne? So, die Rahmenbedingungen zumindest. The pot is getting pretty cozy. I feel it getting a little warmer. Wenn's nur ein little ist, hör mal, übertreib es nicht, Kollege. Wanna join? Ja, schon gern. No thanks, you really should get out. No, but why on earth are you wearing a jacket in the water? That's blasphemy. Ja, weil es süß ist. Ich trage auch, ich muss immer sagen, ne, egal wie warm es ist, ich sitze, ihr könnt mich jetzt komisch finden, aber ich sitze dann mit Jeans zu Hause. Oder manchmal, wenn es nicht ganz zu krass ist, laufe ich dann, ich nutze noch die Gelegenheit und laufe dann noch mit einer Jacke draußen herum, auch wenn es vielleicht ein bisschen wärmer ist, ne, wie in den letzten Tagen zum Beispiel. Da versuche ich noch mit Jacke rumzulaufen. Es ist einfach so, ich fühle mich so ein bisschen nackt, ne, ungeborgen, keine Ahnung. Da fehlt mir was. Ich muss mich ein bisschen verstecken. Das ist vielleicht so eine kleine Schwäche von mir. Komm, das würde mich jetzt interessieren. Was sagt er? Hey, I can do what I want. Doesn't matter if it gets wet. I ain't getting out anyways. Nice try. Hör mal. Kollege. Habe ich mir da gerade eingebildet oder sind die Ohren gerade rot geworden so ein bisschen? Nee, habe ich mir eingebildet. Froggy can do what Froggy wants. Ja, da möchten wir dich jetzt auch nicht hindern, aber du sollst nicht machen, was dir schadet, ne? If I get out, I have to return to being a responsible adult. Oh, sigh. Oh, Mann, Froggy ist einfach so die Verkörperung von vielleicht die meisten, von den meisten Leuten, die hier gerade zuschauen, ne? Von mir vielleicht auch. Dieser Port, das ist das eigene Zimmer, die eigene Wohnung oder so, wo man sich dann schön reinverkriecht. Oder das Bett vielleicht auch, wo es warm und cozy ist, gemütlich. Man muss sich um nichts Gedanken machen. Man kann einfach so entspannen, man ist tired. Und ja, da kann man einfach seine Zeit verbringen. Sobald man rausgeht, muss man raus in die Welt voller Anforderungen, voller Erwartungen und so, die man erfüllen muss. Das ist hart. Leben ist hart, ne? Das weiß ich am besten. Das haben wir an diesem Kanal. Haben wir das schon so oft besprochen. Leben ist hart, aber man kommt nicht drum rum. Ne, es bringt einem nichts, ewig im Pott rumzusitzen. Ne? Man verbrennt sich da nur. Froggy in dem Fall verbrennt sich da nur. Wenn wir den ganzen Tag nur im Bett liegen, das tut uns auch nicht gut. Ne, es kann gut sein und fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr da mal einen Tag da nur rumliegt. Ne? Oder einige Stunden lang. Es ist okay, das muss auch mal sein, aber wir sollten unser Leben nicht innerhalb unserer Komfortzone abspielen lassen. Das wäre auf Dauer nicht gut. Was können wir sagen? You can't run away forever. Kannst nicht lebenslang weglaufen. It's not going to be that bad. What kind of responsibilities? You're an adult. Ja, der weiß schon, dass er nicht ewig weglaufen kann. Das möchte ich, glaube ich, nicht sagen. Doch, das wird noch nicht so schlimm. Auch unempathisch. Welche Verantwortung würde mich interessieren? So ein Frosch? Was muss denn so ein Frosch machen? Aber fragen wir mal so ein bisschen persönlich, ne? Du bist ein Erwachsener? Könnte jetzt wieder falsch auffassen, aber What? I'm in my 20s. You are?
okay, ich no offense, aber do I really look that small? Ja, süß. Bisschen jung, ja, ich möchte dich jetzt nicht offensen, ne, aber jeez, who are you anyway? I'm gonna be staying cozied up in here, so look, just leave me alone in peace, will you? Ist auch ein schöne Verkörperung, ne? Wie oft, das kennt man bestimmt auch, ne? Man sitzt dann in seinem Bett, man liegt in seinem Bett, man ist zu Hause verkrochen und dann kommen Leute, wollen einem dann bieten dann an, so komm doch raus, lass dies, lass das machen. Und man sagt dann ab, ne? Keine Lust, keine Motivation, was auch immer. Man bleibt lieber in diesem kleinen cozy Pot wie Froggy eben hier. Das ist dann schon, auch für diese Freunde, dann schon, kann eine Herausforderung werden, die Leute dann da rauszukriegen, ne? Rauszuzerren muss man die manchmal. Ich kenne das aber auch, dass ich jünger geschätzt werde, als ich eigentlich bin. Vom Aussehen her. Ne, sieht man ja hier in meinem Avatar, ich sehe sehr jung aus. Oh, jetzt sieht er ein bisschen sad aus. Vorhin einfach nur entspannt und relaxed und jetzt ein bisschen nachdenklich und sad. Oh. Guess you aren't leaving. Why don't we talk about something else? Der vermisst aber schon Konversationen, ne? So, anything you like to do? Ich mache gerne kreative Dinge. Ich spiele gerne Spiele, offensichtlich. I'm too busy nowadays to do anything. My hobbies are beyond your purely mortal comprehension. Nein, das ist frech. Ich glaube, das kennt er auch, ne? Ich würde das sagen. Ich glaube, das trifft auch auf die meisten hier zu, ne? Dass wir machen Sachen gerne, aber wir sind irgendwie too busy oder wir fühlen uns zu beschäftigt, um denen irgendwie nachzugehen. Keine Zeit ist ja die größte, nicht Ausrede, aber die meistgenutzte Antwort, glaube ich, auf die Frage, ne? Warum machst du dies und das nicht? That'd be life. Uh-huh. I feel ya. Once you've become an adult, life feels so much faster, huh? Das stimmt, ey, wie schnell einfach die Jahre vergehen. I always think, once I am done with all my work, I can finally do the things I like. But truth is, I'm always too tired to do anything by the end of the day. So I just drink some hot tea and chill with my hamster. Ein Hamster? Wo soll der jetzt sein? It isn't so bad after all, I suppose. Ja, also es ist schon so eine Quarter-Life-Crisis, die der hat, ne? Ich finde das echt spannend. Damals, vor 10.000 Jahren, nein, in den Teenage-Zeiten, ne? So im Alter von 15, 16, da war man ein bisschen hyped darauf, 18 zu werden, volljährig zu werden und dann die Schule beenden und dann geht das Leben erst richtig los, dann wird es super. Und dann findet man sich da in dem Alltagstrott wieder und will wieder zurück und hat das Gefühl, man verpasst vielleicht etwas. Also ich weiß, dass ich ein ganz schlimmes Gefühl habe, viel meiner Teenie-Zeit verpasst zu haben. Irgendwie, weil ich da sehr viel mit Mental Health zu tun hatte, mit meinen eigenen Problemen, mich oft zurückgezogen habe. Die Sommerferien, die habe ich nicht wie andere verbracht, ne? Ich war nicht draußen, ich war wirklich die kompletten Ferien drinnen. Ich war nur am PC und habe Sachen gespielt, hatte mäßigen Kontakt zu Leuten. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel verpasst. Und ja, deswegen, vielleicht finde ich mich gerade auch in so einer Quarter-Life-Crisis. Ich traue so Zeit hinterher, die ich verloren habe, die schon vergangen ist. Und habe Angst vor jedem kommenden Tag, vor jeder kommenden Woche oder so. Jeder Geburtstag ist jetzt nicht so schlimm, ich habe da keinen Breakdown oder so, aber es stimmt einen schon nachdenklich. I hope everything goes well for you. It will be alright. Sag dir das mal selber. Und was ist mit dir? Hast du irgendwelche Hobbys? Ist aber schon ein süßer, ne? Und eine spannende Persönlichkeit auch. I like guitar. In fact, I was playing a song just this morning. I wrote it myself. I'm very proud of it. Immerhin kommt er noch dazu, ne? Weil ich kenne das, wenn ich mich in meinen Pott zurückziehe, dann komme ich nicht mal dafür raus, für die Dinge, die ich eigentlich gerne tue. Lesen, irgendwas spielen, irgendwas aufnehmen. Serien schauen schaffe ich dann auch oft nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber die Sachen, ne, wo man sonst eigentlich Spaß dran hat, dafür muss man sich wirklich motivieren, dafür muss man Energie aufbringen, um denen nachzugehen. Obwohl das eigentlich, das sind so relaxing Sachen, das sind Sachen, die Spaß machen sollen und können aber dann doch eine Challenge werden.
Ja, kann ich's hören? Nein, nein. Ein Song? Bitte, ich will einen Song. No, it's not good enough yet. It has breaks all over and it doesn't really follow any beats. Och man, ich will's hören. Well, at least it has a good beginning, I think. That you'd be able to hear it anyway. Alright. Another thing I love doing is Origami. Da war das doch so Papierkraniche am Anfang. They say if you fold 1,000 cranes, your wish will come true. Ist das so? Ist das so ein Glaube? Oh, I don't have a wish, if that's what you're asking. Sicher? Also da waren ja schon, wir haben gesehen, im Hauptmenü, da waren ja schon viele Kraniche gefaltet. Jeder hat irgendwie einen Wunsch. Jeder hat irgendwie einen Wunsch, auch du. Vielleicht hast du ihn gerade noch nicht so parat, vielleicht kannst du ihn gerade noch nicht greifen, aber du hast auch einen Wunsch. Was würde sich so klein Froggy wünschen? Do I need to have a wish? Du musst nicht. Musst du nicht haben. Ich bin der Überzeugung, dass jeder irgendwie einen Wunsch hat. So einen ganz großen, so einen der ganz innen drin irgendwo schlummert. Deswegen würde ich sagen, ja, die meisten People, ne, die haben das schon. I see. Most people would, huh? Aber wenn du nicht hast, ist auch nicht schlimm. Du musst nicht sein wie most people, das wäre ja langweilig. Why don't you make a wish now? That's a neat idea. I guess my wish would be to always be with the one I love. I suppose. Das ist ein sehr schöner Wunsch. But I don't know if that's possible right now. Warum? Maybe when my time is up too, we'll reunite in the sky. Och nein! Och nein! Ich guck grad böse, mein Avatar guck grad böse. Ich hab die Emotionen, muss ich neu kalibrieren, aber och nein! Das heißt, er hat irgendwie einen verloren. Dann ist nochmal verständlicher, warum der gerade in seinem Pott sich da zurückzieht und. I get some depressive vibes. Oh, wherever that people go. Oh nein. Sorry. Didn't mean to bring the mood down. Nein, es ist okay. Though I still have so much to do. And yet, I'm just lying here, floating away. Sai, wie oft haben wir uns das gesagt? Wie oft, sagt mal bitte, ihr könnt das doch alle mitfühlen, oder? Wie oft liegen wir da, oh, ich habe noch so viel zu tun, aber trotzdem liege ich noch hier, prokrastinieren bis zum geht nicht mehr, stundenlang rumliegen, ne? Eine Screentime von 8 Stunden, TikTok nimmt dabei 2 Stunden ein, weiß ich. Das ist, der trifft das auf den Punkt, ne? Das trifft den Zeitgeist, also sehr schön. I'm sure they would want you to live well. Ja. I'm sure she would. The person most important to me goes by the name Sap. Sap. I miss Sap. Please, get out of the pot. Ja, so einfach wird das, glaube ich, doch nicht. Mucho, mucho depresso. I'm sorry, I can't. I don't know why. When I'm in here, my knees feel weak and arms spaghetti. I just can't move. I just can't. Ist okay, ich verstehe das. Ich finde es aber, wie wir es einfach immer hinkriegen, hier Mental Health Issues zu thematisieren. Das ist jetzt ein Spiel, ich dachte, das sieht süß aus. So ein kleiner Frosch, kurzes, kleines Visual Novel. Und zack, werden wir wieder in die Depressionsschiene geschmissen. Ich ziehe solche Sachen an, vielleicht. I haven't seen the sky in a while. Speaking of the sky, I've always wanted to go to space. Ist auch ein Wunsch. Ne, warum nicht? I wanted to be an astronaut. But that seems too hard. Oh, nee. Wenn du fest daran glaubst. Nein, von diesem Märchen.
Diesem Märchen möchte ich eigentlich nicht weitertragen. Wenn man nur fest daran glaubt und es wirklich will, dann kann man alles schaffen. Das stimmt leider nicht. Willenskraft ist eine große Stärke. Also das ist wirklich, das sollte man nicht unterschätzen. Das spielt eine wirklich große, große Rolle. Und wenn man wirklich einen Willen für etwas hat, dann kann man echt sehr viel schaffen. Dann schafft man es, sämtliche Hürden zu überwinden. Das stimmt. Aber das alleine zählt in dieser heutigen Gesellschaft, in der heutigen Welt, gar nicht so viel. Also ist nicht so das Entscheidende. Denn es sind doch, alles ist irgendwie mit Privilegien verbunden, ne? Also, egal wie sehr ich mich anstrenge, wie sehr ich was will, ich habe es immer härter, irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen, wenn ich zum Beispiel in Armut lebe, als Leute, die in normalen finanziellen Verhältnissen groß werden. Das sind ganz andere Startbedingungen. Und manchmal sind die Bedingungen so hart, dass du eben aus eigener Kraft, mit eigenem Willen nicht so dadurch kommst. Ne? Alleinerziehende Eltern zum Beispiel, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, die müssen, die schuften den ganzen Tag, um sich und die kleine Familie irgendwie weiterzubringen, ne? Zu versorgen, das kleine Kind. Und da haben sie nicht groß Zeit, noch irgendwie sich selbst zu verwirklichen, ihre Träume zu verfolgen. Egal, wie sehr die es wollen. So instead of old paper planes and dream of the skies. Auch eine schöne Möglichkeit. Oh, you're still here. Wir werden dich auch nicht verlassen. Du, wir werden erst gehen, wenn du rauskommst. Oh, da kommt schon die erste. Habt ihr das gesehen? Oh, das dampft schon langsam. Oh, this must be incredibly boring for you. Nein, es ist ganz nett, mit dir zu reden. Aber das können wir auch außerhalb des Pods machen. I'm sorry. I didn't think you'd stay this long. Maybe it's time for you to leave. Man, it's getting hot in here, huh? Ich frage mich, ist das eine gewisse Selbsttötungsabsicht? Ich will das Spiel jetzt nicht zu dark machen, ne? Aber er weiß, er merkt, okay, es wird wärmer, es wird heiß, irgendwann wird es lebensgefährlich, aber es ist ihm, er hat sich irgendwie schon so ein bisschen aufgegeben, ne? Ist ihm egal, so ist mir egal, ob meine Jacke nass wird. Ist mir egal, was draußen abgeht. Ist mir egal, wie warm es hier wird. Vielleicht bin ich auch, wenn ich sterbe, vielleicht bin ich ja reunited mit meiner Zap. Ich glaube, er ist ihm, ist sich selbst völlig egal geworden. Und dann ist auch nicht so schlimm für ihn, wenn er jetzt dadurch zugrunde geht. Oh Mann. Froggy. Why won't you leave this pod? So, jetzt reden wir mal Tacheles. Ich will das jetzt genau wissen. I know I've got to get out soon. But even if I go back, what will I do? Back to work. The hustle, the grind, all that. And to what end? And at the end of the day, no one is there to share my days with. No one anymore. I'm tired. If passion is a candle, mine burned out a long time ago. Und ich kann das so verstehen, was er sagt. Ne? Man verliert einen geliebten Menschen, ob jetzt wegen Todesfall oder einfach, weil die Person einen verlässt. Ne? Das kann beides gleich schlimm sein. Und das ist so hart. Je nachdem, was für eine Beziehung man zueinander hatte, wie eng man miteinander war, fühlt sich das an, als ist so ein Teil des Lebens nicht mehr da, als wäre da so ein Loch. Und man hat das Gefühl, man kann das nicht mehr füllen. So, wie soll ich mein Leben jetzt genießen, wenn da so ein Part von mir fehlt? Und es ist ein Prozess, da irgendwie dieses Loch zu füllen, um das irgendwie wieder zu flicken und dann wieder zu sich zu finden und das Leben wieder genießen zu können. Das ist ein harter, harter Prozess. Das kann bei dem einen geht das auch ganz schnell und die haben da nicht so Probleme mit. Die anderen, die strugglen total damit und es dauert Monate, es dauert Jahre, bis sie daran ankommen. Aber es ist in vielen, vielen Fällen, in fast allen Fällen ist es möglich. Ne? Möchte ich nochmal appellieren. Also es ist ein harter Weg, aber der einzige Weg da raus ist dadurch. Und am Ende wird es so gut wie immer auch zu einem positiven Outcome führen. Froggy, da sind wir sprachlos, da wissen wir gar nicht, was wir entgegnen sollen. Die Musik hat auch aufgehört. Ist immer mein favorite Part im Spiel. Still, no good will come of staying here. Das stimmt, damit muss er sich auch konfrontieren, ne? Weil das
das hilft ja auch nicht, da zu liegen. Aber das weiß er selber. The world that awaits me outside this port. Do I really belong there? You know, everyone I know is so different from me. They have their passions and dreams, but I don't really have any. Yet, being with Sab made me happy. Sab made me a better person. I know it shouldn't be this way, but Sab was my passion, in a sense. Sab saw value in things I did and encouraged me. And then there was one more person in this world with me. But now that Sab's gone, I don't know what to do anymore. Sab passed away from illness about a year ago. Since then, I've been in stagnation. These days, I just wade through life without much meaning, but lying in here brings me some comfort, at least. Tell me, is that wrong? Nein, es ist nicht falsch. Und wie ich auch schon gesagt habe, man kann sich eine Auszeit nehmen und man muss sich auch mal eine Auszeit nehmen, ne? Man kann sich immer wieder in diesen Pott zurückziehen, aber man sollte da nicht stagnieren, wie du sagst. Man sollte da nicht bleiben. Das Leben muss weitergehen und das hätte auch, egal welche Person einen verlassen hat, ne, wer gestorben ist, wer gegangen ist, ich bin davon überzeugt, dass die Person trotzdem immer das Gute für einen möchte. Dass diese Person immer das Gute für einen möchte. Und auch Sab würde sich wünschen, nicht, dass Froggy jetzt da liegt und verbrennt, sondern dass er raussteppt in die Welt, sein Leben wieder auf Vordermann bringt, so vorwärts kriegt. Und der muss nicht von jetzt auf gleich 100% schaffen. Ne? Immer ein Stückchen, das ist schon etwas. Und das ist etwas, was, weißt du, Sab würde den jetzt hier rausziehen. Sab würde den ermutigen, komm, mach was, don't be so sad. Mach was, sei wieder glücklich, arbeite daran. Ja. Und das ist wirklich hart, solche Personen das irgendwie beizubringen, die da rauszukriegen. Ne? Aber man muss sich immer wirklich fragen, ich hasse dieses Klischee-Frage, aber ne, was würde die Person wollen, für einen wollen, die nicht mehr da ist? Mann, das ist ein bisschen deeper, als ich gedacht habe, ne? Aber ich kenne das Gefühl auch sehr, dass man sich in dieser Welt gar nicht so zurechtfindet, nicht so willkommen fühlt, nicht so passend ist. Na, man hat das Gefühl, man passt nirgendwo hin. Man fühlt sich nirgendwo zugehörig. Und es gibt Leute, die finden sich dann in Communities wieder, so mit gleichen Interessen und was weiß ich. Und das gibt einen was. Es gibt aber Leute, die brauchen mehr, so ein Special Menschen, der irgendwie gleich tickt. Ich habe auch oft, dass ich kenne viele Leute, ne? Ich begegne vielen Menschen in meinem Leben, aber ich habe oft, spüre ich nicht so die gleiche Wellenlänge. Ganz, ganz selten. Und wenn ich das dann habe und die Leute dann am Ende auch wieder verliere, weil das passiert, Menschen kommen und gehen und damit ist immer zu rechnen, dass man die Leute verliert, dann schlägt mich das auch wieder zurück. Ich glaube, das kennen wir alle, oder? Das schlägt dann einen nochmal so sehr zurück. Und dann hat man, ne, was bringt das alles? Wozu? Wozu einfach nochmal starten, nochmal raus in die Welt gehen, sich nochmal auf, nochmal motivieren, sein Leben in den Griff kriegen, wenn alles am Ende eh wieder, ja, wegläuft. Wenn wir eh alles verlieren oder verlieren können, wozu dann die Mühe? Aber genau das ist es. Gerade für diese Momente, gerade für diese Leute, die wir treffen, mit denen wir auf einer Wellenlänge sind, die Zeit, die wir mit denen verbringen können, egal ob die morgen nicht mehr da sind oder so, aber die Zeit, die wir mit denen verbringen, die ist wertvoll und die müssen wir genießen, die müssen wir nutzen. Und dafür lohnt es sich, alleine dafür lohnt es sich, die guten Momente im Leben. Ne, Leben, das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt, das ist ein Stapel von guten Dingen, ein Stapel von bösen Dingen und die guten Dinge, die machen diese bösen Dinge, diese blöden Dinge, Nicht immer gut, ne? Aber die ganzen blöden Dinge im Leben machen auch diese guten Dinge nicht schlecht. Wisst ihr? Die sind trotzdem wertvoll. Und ja, es ist okay und es lohnt sich immer weiterzugehen. Und ihr könnt immer einen Rückschlag erwarten. Egal in welcher Verfassung ihr seid, egal ob ihr psychisch angeschlagen seid oder nicht, egal was euch belastet,
oder wie frei ihr seid von Belastung. Ihr könnt immer erwarten, früher oder später kommt irgendwas, das wirft euch zurück und das ist okay. Und dann kann man sich in seinen Pott zurückziehen. Wichtig ist aber, dass ihr euch darin nicht verliert, sondern auch wieder rauskommt. Es ist okay. Man darf sich schlecht fühlen, man darf sich traurig fühlen und so, aber lasst euch davon nicht auffressen. Ja, Froggy, also raus da. Do you think I'm letting my family down? Oh, it's something that's been on my mind lately. Even though Sepp's gone, my family are still relying on me back home. But here I am, just staying here, not doing anything. It's as if time stops when I'm in this port. No more worries, no more troubles. They're expecting great things of me. If they found out about my situation right now, they'd surely be disappointed in me. Sicher? Also es gibt viele, viele Eltern, viele Familien, die werden enttäuscht. Und das ist nicht cool. Das ist wirklich nicht cool, das ist nicht supportive. Aber wenn die einen wirklich lieben und wirklich nur das Beste für einen wollen, dann müssen die Verständnis haben. Dann ist es auch okay. Dann sollte es okay für die sein, dass du in diesem Pott sitzt und gerade nichts hinbekommst. Ich bin froh, dass ich immer eine unterstützende Familie hatte. Das ist, so wie ich mitbekommen habe, ist das echt ein Privileg, was wirklich nicht viele haben. Ich habe auch das Negativbeispiel so oft erlebt in meinem Umfeld. Und das hat mir immer das Herz gebrochen. Das tut mir im Herzen weh, sowas mitzukriegen. Weil die Familie, das ist wirklich, wirklich wichtig, dass da Support kommt. Wenn es da keinen Halt gibt, keinen Support, dann ist das wirklich schwierig, irgendwie voranzukommen. Also Respekt an alle Leute. Respekt an alle Leute, die von zu Hause aus keinen Support kriegen und trotzdem schaffen, irgendwie weiterzumachen und trotzdem motiviert sind, ihre Probleme anzugehen. Auch wenn es mal hapert, ne? Ihr habt blöde Voraussetzungen, ihr habt blöde Bedingungen, blöde Startbedingungen. Ich bin da vielleicht ein bisschen besser gestellt. Deswegen macht euch nicht fertig. Ihr habt blöde Bedingungen, da könnt ihr nichts für. Aber ihr macht das Beste draus. You have to think about your own happiness too, Jan. Ja, und das ist auch wichtig, ne? Es geht nicht darum, auf was können die denken und so. Wenn die enttäuscht sind, ja, es tut weh, aber gut, das ist deren Problem. Natürlich tut's weh, aber es ist deren Problem. Guck auf dich, was ist für dich am besten? Das weiß auch nur du. You aren't a disappointment to anyone. Ich würde das sagen. Du musst an deine eigene Happiness denken. But I don't know what happiness looks like to me. Sepp used to be here and I was happy then, but not anymore. Do you think I can still be happy on my own? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. I don't know what makes me happy. Da musst du irgendwas finden und du wirst irgendwas finden. Da gibt es irgendwas. Es muss dir nicht genauso Happiness ist nicht so eine Skala. Mit Sepp war das bei 100% und du kannst etwas finden, was dich höchstens auf 80% bringt. Nein, Happiness kann mit Sepp so auf die eine Weise gelebt werden und empfunden werden und dann mit anderen Dingen auf eine andere Art und Weise. Heißt nicht, dass es schlechter oder besser ist, aber wichtig ist, dass es dir ein gutes Gefühl gibt. I don't know, but it never hurts to try. Voll gut. If you don't leave this pot, you'll never... Voll gut. You have to find happiness from within. Das ist mir zu Kalenderspruch. Happiness from within, also was soll man denn damit anfangen? Ja, wenn du diesen Pott nicht verlässt, wirst du es niemals wissen. Manchmal muss man auch diese Fehler machen. Ne? Manchmal muss man versuchen, aus dem Pott rauszukommen und dann nochmal fehlschlagen, nochmal auf die Schnauze fallen, gut gesagt. Und dann die Erfahrung machen, ne? Dann weiß man, was klappt und was nicht. Diese Erfahrung, diese ganzen Fehlschläge sind auch etwas sehr, sehr Wertvolles, wirklich. Das sollte wirklich nicht unterschätzt werden. True, but if I get out of the pot, will there be anything worth going back to? When I meet my friends, they ask how my job is going, if I'm doing something exciting, but I don't have anything to talk about, other than my hamster, I suppose. Das ist doch schon mal etwas. It's kind of old, but he's still killing it at the wheel. Oh, Hamsterrad. Das ist, ne, Leute, wenn ihr einen Hamster habt und ein Hamsterrad holen wollt, das muss groß genug sein, großen Durchmesser. Also, ne, die in der ganz normalen Tierfachhandlung ist immer zu klein. So, das ist nicht gut für den Hamster. Nur mal so. Und Finger weg von Hamsterbällen. Nicht gut.
When I meet my family, they ask me about things I've achieved over the year. Familientreffen an Weihnachten und so, ganz schlimm, ne? How am I supposed to tell them I've done nothing? My life has remained the same. Time is slipping away. Und das ist völlig okay. Du musst nicht ständig was erreichen. Du erreichst genug. Alleine, dass du durchhältst und noch da bist, das ist Achievement genug. Und wenn die anderen das nicht wertschätzen, schätzt du es wert. Du weißt nämlich genau, wie hart das ist. At my age, everyone else has already moved on, but I'm stuck here. Ich werde weiter hier für dich da sein. Please, don't say that. We met a few minutes ago. How much could you possibly know about me? Muss ich dich gut kennen, um zu sagen, dass ich für dich da bin? Nein, ich habe auch schon ganz oft Gesprächsangebote bekommen von Leuten, die ich flüchtig kenne oder so, die mich mal gesehen haben. Ne? Wenn was ist, kannst du dich gerne melden. Und das haben wir vielleicht auch schon oft gehört, aber auch nie in Anspruch genommen. Ne? Ich weiß, also das, da bin ich vielleicht ein bisschen nicht zu fein für, aber ich denke mir, ja, das sagen die aus Höflichkeit. Und dann fühle ich mich schlecht, dann schäme ich mich, wenn ich mit meinen Problemen da ankomme bei Personen, die nicht eigentlich so nicht mit mir zu tun haben. Aber manchmal sollte man das auch in Anspruch nehmen. Die Leute machen das nicht aus Höflichkeit. Die meisten machen das wirklich nicht, sondern die meinen das wirklich so. Wie oft habt ihr das schon mal gesagt? Wie oft habt ihr schon gesagt, so, wenn was ist, du kannst dich melden? Habt ihr das aus Höflichkeit gesagt und hätte die Person sich gemeldet, hättet ihr dann gedacht, oh, nee, komm, jetzt muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen? Nee, hättet ihr nicht. Und so wie ihr darüber denkt, denken auch die anderen, die euch das gesagt haben. Mit Sicherheit. Ultimately, what happens to Froggy is inconsequential to you. Cause you continue to live and exist, and life will go on for you regardless. You eventually forget about Froggy in due time. I'm just a passing Froggy in a pot. Und das sind wir alle. Wir sind alle nur, also im Vergleich zu allen Menschen, zu der ganzen Menschheitsgeschichte, zum ganzen Planeten, sind wir nichts. Nur so ein kleines Sandkorn, ne, am Strand. Und wenn wir weg sind, das fällt nicht auf. Das fällt im Großen und Ganzen nicht auf. Aber im Kleinen, wenn wir uns das mit der Lupe anschauen, im Detail, macht das doch einen großen Unterschied. Wenn Froggy nicht mehr da ist, die Familie, die wird trauern. Es gibt Leute, die werden um euch trauern. Weil ihr seid immer irgendwie wichtig. Auch wenn man irgendwie Konflikte hat und Leute einen verlassen haben, wird so eine Nachricht, wenn man nicht mehr da ist, wird das auch schon hitten. Das macht was mit Leuten. Und es ist immer ein Verlust, wenn ein Mensch nicht mehr da ist. Man ist nicht, wenn man nichts hinbekommt oder meint, nichts hinzubekommen, in Anführungszeichen, ist man nicht irgendwie wertlos. Nein, weil man alleine der Hamster, wie dankbar der Hamster dafür ist, dass er versorgt wird, das ist schon ein Impact, der so ein Froggy hat. Und wir haben alle irgendwie sowas. Ob es jetzt Haustiere sind, denen wir was spenden, oder nette Gespräche, die Leute mit uns gehabt haben, ne? Ein Lachen, was wir anderen Leuten gespendet haben, wo wir andere Leute zum Lachen gebracht haben und sowas. Diese Sachen, die sind wichtig und richtig und wertvoll und niemals sollen die unterschätzt werden. Und es macht dann durchaus einen Unterschied, wenn wir nicht mehr da sind. Wir alle sind wichtig und nicht so unbedeutend, wie Froggy es vielleicht gerade denkt. Oder wie wir es oft alle hin und wieder mal denken. You just want to be happy you saved Froggy. Nein, mir geht's nicht darum, dich zu saven. Mir geht's darum, eine Person, die offensichtlich Hilfe braucht, die jemanden braucht, Zur Unterstützung da zu sein, ihr beizustehen. Ich will mein Gewissen nicht bereinigen und so. Und du hast recht, wir kennen uns nicht. Und ich gehe jetzt hier weg und werde dich vergessen in ein paar Tagen. So. Aber heißt nicht, dass es mir egal ist, wie es dir gerade geht. Dass es unwichtig ist. Ich schon oft Leute gesehen, guck mal, alleine geht durch die Stadt, wie viele Wohnungslose sitzen da und wir denken uns alle, wir gehen an die vorbei und vergessen die. Aber wir denken uns alle, wenn wir die sehen, so, ja, ist eine blöde Situation, ne? Und man kann sich da vielleicht reinversetzen und man kann mitfühlen und, ne? Aber letztendlich vergessen wir die Leute auch. Aber es gibt immer Leute, die vergessen einen nicht.
die Wohnungslosen, die haben auch Familie oder hatten auch Familie. Und Freunde. Die sind nicht ganz unbekannt. Froggy hat auch Leute um sich herum. Die vergessen die nicht. Ich bin nur jemand passing by, ne? Ich habe jetzt hier jemanden gefunden und möchte jetzt versuchen zu helfen. Einfach um zu helfen, nicht um mich gut zu fühlen. Und dann gehe ich weiter. Im besten Falle hatte ich auch schon oft, ne? Ich helfe Leute, ich unterstütze Leute und dann wird da mehr draus, so ein besserer Kontakt. Eine kleine Freundschaft vielleicht sogar. Das gab's auch schon. Aber selbst wenn man einfach die Wege weitergeht, die eigenen Wege, und man da nichts mehr miteinander zu tun hat, auch nicht schlimm. Das ist okay. I really want you to be happy. Please, just get out of the pot. I do care about you. Ja. I care about you. Das simple as that. If you really wanted to save me, you would have pulled me out of the pot. Richtig, wenn ich wirklich... Ja, ich könnte dich mit Gewalt rauszerren. Aber ist das jetzt das, was du erwartest? If you really wanted to save me, you would have tried to turn the heat off. If you really wanted, you would come here right now. Stupid. But you just sit there, talking to me, asking me to get out. But you don't do anything. Aber das kannst du auch nicht erwarten. So klar, jetzt in lebensbedrohlichen Situationen, da muss man auch, ne, wenn es so Selbstgefährdung geht, da muss man auch mal tätig werden und auch die Leute gegen den Willen irgendwie aus dieser Situation rausholen. Oder was weiß ich. Klar. Aber jetzt generell auf die Probleme gesehen, was bringt es mir, dich zu deinem Glück zu zwingen, in Anführungszeichen, wenn du das selber nicht willst? Das ist dann keine nachhaltige Lösung. Du fällst, sobald ich weg bin, sobald ich weggucke, verfällst du dann wieder in die gleichen Muster. But you don't do anything. You're not my friend. You're just a stranger. You're not... Zap. Och man. Froggy has nothing to go back to. Passion, love, happiness, wishes. Such things are fleeting for Froggy. Yet, despite... my flawed self. Aber da ist ja noch viel mehr. Du hast ja schon einen Wunsch. Du hast Wünsche, du hast von so ein paar Träumen berichtet. Ne? Denk an den Astronauten. Denk daran, bei deinen Geliebten zu bleiben, für immer. Denk an sowas. I found someone who accepted me and loved me. But even they are not here anymore. Aber das wird niemals die einzige Person gewesen sein. Es werden noch so viele Leute kommen, die sorgen sich um dich. Den du wichtig bist. So, tell me, how should I continue to exist? Es ist wirklich, in solchen Situationen, es ist wirklich schwer, irgendwas zu sagen, ne? Da kann man, und, I don't know. Of course you don't. Because you are me. Was? The person I've been talking to is myself, isn't it? Convincing myself to get out of the pot with words Zeb used to tell me. Oh mein Gott, jetzt kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Oh nein. Oh nein. Oh, Tränen. Huch, ist ein bisschen nass hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Holding onto the tiny pieces of heart she gave me. Coming up with reasons to continue trying. Every day I tell myself to get out of this pot. It should be so easy. So why is it so hard? Oh, Froggy. Oh, Mann. Oh, nein. Oh, das macht mich fertig. Was ist das? Das Video geht jetzt auch in Überlänge, aber das ist mir so egal gerade. Oh, mein Herz. Er hat das die ganze Zeit... Wir sind nicht eine andere Person, wir sind Froggy selbst und wir reden gerade mit uns selber. Und das ist auch wieder so eine tolle Verkörperung, weil das auch so viele Leute kennen wahrscheinlich. Dieser innere Dialog, dieser innere Konflikt, weitermachen, nicht weitermachen, dieses Miteinander streiten, diese lauten Gedanken im Kopf, hin und her. Das ist echt manchmal unbearable.
truly hopeless, aren't I? It's not like I don't try, or don't want to stay like this. But every time I think, what if I get out of the pot and I do my best and things don't change? What if it doesn't get better after all? I would end up feeling worse than I've never got out. Nein, weil du es versucht hast. Und selbst wenn du scheiterst, und du wirst scheitern, du wirst immer wieder scheitern. Das gibt es. Scheitern, ja, was heißt scheitern? Du wirst das Leben nicht verloren haben. Diese Misserfolge, die wird es immer geben. Und du wirst dich dann schlecht fühlen. Aber du hast es versucht und das ist wichtig und das ist gut. Und du wirst auch wieder Erfolge haben, die das wieder gut machen. Das Leben besteht aus Erfolg und Misserfolg. Stapel von guten Dingen, Stapel von blöden Dingen. Is that kind of world worth going back to? It is hard, sag ich dir. Leben ist hart. Aber es lohnt sich, ja, weil da kannst du dich wirklich entfalten, wirklich frei sein und glücklich werden. In deinem Pott, ja, es ist comforting und so, alles bekannt und so, aber da entwickelst du dich nicht weiter. Und du brauchst diese Misserfolge auch, um dich weiterzuentwickeln. Wir Menschen mögen es nicht, an einer Stelle stehen zu bleiben, zu stagnieren. Wir müssen uns weiterentwickeln. So können wir auch erst Happiness erreichen. Und maintainen, also so weiter beibehalten. So, I end up talking to myself, consoling myself like this to get out of the pot. Oh, Froggy. Froggy seems to think you aren't real. That you're just imaginary. Sind wir es jetzt? Oder sind wir nicht? Hallo, Earth to Froggy? Das jetzt, also wird's doch jemand anders, aber denkt, er redet mit sich selber. Excuse you, I'm a separate person, you know. Hello, Earth to Froggy. Hey, I'm not you. Ich bin nicht du. Ich mach's jetzt mal ganz klar. Huh? I am me, and you are you. You're all talking to yourself. You have a hamster, But I sure don't. Ja. Somehow, I would shake my head. Nee, I would never wear a hoodie in a pot filled with water like you would. Komm, wir machen's mal ein bisschen witzig, ne? Hey! But I don't understand. You're not alone here. I'm here with you. You say you're real? I'm not just talking to myself the whole time? But if so, how come I can't see you? Ja, ich bin hier hinter so einem Bildschirm. Sorry. You're just a voice. So I must be imagining things. I must be so far gone I've started hallucinating. Or something. Nein, es ist wirklich, es ist real. Es gibt andere Leute, die kümmern sich gerade um dich. Die sorgen sich um dich. Das bist nicht nur du selbst. If you really are real, come here right now. Oh Mann, ich will ihn umarmen. Ey, das Spiel ist heavy, das macht mich fertig. I wish I can come, but I physically cannot enter your world. You're saying you're not from this world? Ey, das ist einfach Fourth Wall Breaking. Liebe ich ja. Okay, das ist echt. I don't understand. I want to help you, but I cannot come to your world. So talking is the only thing I can do. I see. But you're just someone I met a few minutes ago. Why do you care what happens to Froggy? Do I need a reason to care about someone else? Genau das. Brauchen wir da irgendwie einen Grund? Klar, ich kann jetzt Sachen aufzählen. Du bist sympathisch. Ich hätte gerne Kontakt zu dir. Ich wäre gerne mit dir befreundet. Ich würde gerne Zeit mit dir verbringen, weil du cool bist, weil du cute bist und alles. Weil man gut mit dir reden kann. Du scheinst echt ein cooler Typ zu sein. Das könnte ich jetzt alles aufzählen, aber da brauche ich einen Grund, um mich zu sorgen. Ich sehe jemanden, der Hilfe braucht und ich möchte helfen. Weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt, wie du dich fühlst. Und da war ich auch dankbar für Unterstützung. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass dann jemand kommt und so mit mir spricht. Huch. Huch. Oh nein. Hä? Achso, ich dachte kurz, ich habe zurückgespult. Wir sollen jetzt proven, dass wir real sind. Wie denn? I don't know. If you were me, you wouldn't know it, you wouldn't know either. Please, tell me. Tell me I'm not alone. It seems like Froggy isn't fully convinced. Froggy can't see me, but there is one thing I can do. I can tell Froggy my name. My name is...
Okay. Guck mal. Froggy, ich weiß, wie du heißt, jetzt weißt du auch, wie ich... Soll ich... Oh mein Gott. Soll ich... Ist das viel... Soll ich Zap schreiben? Nein. Leute, soll... Nein, das ist makaber, oder? Soll ich Zap schreiben? Nein, das wäre fies. Das wäre wirklich fies. Also nicht, um ihn zu ärgern, sondern so um... ne, vielleicht kann ich ja zeigen, ich war die ganze Zeit Zap und so und hab zu dir geredet. Nein, das war... Das würde den ganzen Plot kaputt machen. Das ist ja wichtig. Zap ist nicht da und er muss damit umgehen. Und ich unterstütze als Stranger. My name is Zed. Zed? So, you really are from another world, Zed. You're real. Also es ist wahrscheinlich erleichtert, dass er nicht verrückt ist, in Anführungszeichen, dass er nicht mit sich selbst redet und so. Und gleichzeitig auch froh, dass sich jemand anderes, jemand, der nicht er selbst ist, sich um ihn kümmert. Right in the flesh I am. I just told you my name. How can you be so sure? Just kidding, I'm actually just in your head. Actually, Seth isn't even my real name. Nee, da würde ich alles kaputt machen. Ich hab dir jetzt nur meinen Namen gesagt. Wie kannst du denn so sicher sein? Frage ich jetzt mal. Because I would never have thought of such a name myself. Ja, okay, makes sense. So you can't be Froggy. Ist aber sehr... Was ist das? Ist das Derealisation? Der scheint ja sehr den Bezug zur Realität verloren zu haben, so in der Zeit, die der da drin verbracht hat. Man. Jeez, this sure is a long day. I don't know if I have the strength to face the outside world right now. Ist okay. Dann nimm dir noch einen Tag oder zwei oder drei. Ne, versuch es immer Stückchen für Stückchen. Und wenn du es erstmal schaffst, deinen Pott aufzuräumen oder so, das wäre auch schon mal was. I'm still afraid of messing up. It's okay to mess up. No one is perfect. Genau das. But despite everything, you're still here, aren't you? Wie oft hattest du schon Erfolge und Misserfolge? Du bist immer noch hier. Das schaffst du. Das hast du bisher auch geschafft. Yeah, I'm still here. Do you think it will get better after I go back? I don't know really. Ich kann dir auch keine Versprechungen machen. Ich weiß nicht, ob du rausgehst und direkt Erfolge erzielst und das Leben direkt losstartet. Wahrscheinlich nicht. Es ist wirklich schwierig, so sich da rauszuarbeiten. Aber es ist verdammt nochmal worth it. Und was ich weiß, was ich dir versprechen kann, ist, dass am Ende wirklich etwas Gutes auf dich wartet. Das weiß ich. Das kann ich dir versprechen. Yeah, of course. You aren't clairvoyant. Was für ein Ding? I suppose there really is no way of knowing. Unless you try. Genau. That be life, uh-huh. Ja, du musst es ausprobieren, Froggy. Oh, can Froggy ask you something? Ja, klar, was ist es? Are we friends now? Of course. Du meinst, wir waren bisher keine Freunde bis jetzt? Ja, das sag ich jetzt. So ein bisschen Witz, ne? So ein bisschen Witz einbringen. I just wanted to confirm. Oh, so unsicher. Oh, Mann. Thanks, Zed. And sorry for calling you a stranger just now. I've been here long enough. Well, it's about time I get out of the pod. Though it's cheesy having someone to talk to that isn't myself, I feel a little better. Manchmal braucht man das einfach, eine andere Person zum Reden. Back into a world of uncertainty I go. I will most definitely feel hopeless again once I leave this pod. But life has to go on, even if there isn't meaning, I suppose. Und du wirst mit Sicherheit dein Meaning noch finden. Und selbst wenn nicht, mach einfach das, was dir Spaß macht. Mach das, was dir hilft auf deinem Weg zum Glücklichsein. Vielleicht ist das auch der Sinn deines Lebens. Glücklich werden, glücklich sein. At the very least, I still have to take care of Ham Ham. Oh, Ham Ham heißt der. My hamster. Oh, thank you for talking to me. It's been a while since I talked to some other than myself. Froggy has been living alone for so long now, away from my family and Zap. I don't know if life will get any easier and less confusing, but I suppose I can't stay here forever.
You know, Zeb once told me, a pebble that lies on the shore of a beach doesn't need a reason to be there. It just is. It just exists. But it doesn't make it any less of a pebble. Genau, oh, das sind sehr schöne Worte. So I guess for now, it's okay for me to simply exist too. Ja, du musst nichts erfüllen. Du musst keinen Sinn benennen können im Leben. Mach einfach dein Ding. Lebe dein Leben. Mach, worauf du Lust hast. It's okay. Until the day I can be happy again. Until then, I'll get out of the pot for now. Thank you, Zed. Though you're so far away, Froggy will always be cheering you on. Dankeschön, Finn. Huch, wer bist du? Kantos. Hello, this is Kantos Mori, the creator of Froggyport. Oh, hi. Ah, or rather, I'm Kantos, a robot bunny acting as a vessel for my creator. But, well, you can treat me as, can treat me and Kantos Mori as the same person, really. Okay, mhm. Danke für das Spiel, nochmal, ne? Though, to be honest, I wrote in this section even though the game is over. But I'm not quite sure what to say. You look kind of funky. Ich glaube, der Entwickler oder die Entwicklerin hatte so ein bisschen so ein Struggle, das so zu wenden, vielleicht. Sondern möchte noch ein paar persönliche Worte äußern. You noticed my body looks kind of, wonky. Wonky? I knew I should have asked for some colors. Then and again, we did run out of budget for the spray paint. Without color, my body is in such a sorry state. My lines look like they're about to fall apart, like my ego right now. Sorry. Are you okay? Ein bisschen verwöhnt hier? Yes, sorry about that. I do wish I could have met you in a more presentable form. But for now, this will do. It's alright, one day I'll get an upgrade for sure. Next time, be prepared for my new marvelous form. With color. In a few years. Maybe. One day I'll finally be able to save up enough to get a nicer form. But wait, that's not the point of me coming here. I'm here because I just wanted to tell you... Thank you for playing. It's all. And Awkward silence. Lieb ich ja. You have my best wishes. Farewell. Oh, danke schön. Oh, die persönlichen Worte waren noch schön. Sehr gut gemacht. Kantos Mori, muss ich mir merken. Ich muss gucken, ob es da noch mehr gibt. Toll. Toll. Vielen Dank für dieses Spiel. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ne? Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, als das, was ich alles noch gesagt habe. Das war jetzt heute eine Folge in Überlänge, aber es hat sich für mich auch nicht richtig angefühlt, da jetzt irgendwie einen Cut drin zu machen und euch warten zu lassen. Genießt das. Teilt es euch gut ein. Ja gut, ihr seid jetzt eh durch, ne? Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auch in den nächsten Tagen wieder. Hoffentlich, ne? Wenn ich aus meinem Pott rauskomme. Aber ich glaube, das schaffe ich. Das schaffe ich. Gut, dann, bis dahin, macht's gut, ne? Macht was aus eurer Zeit. Genießt eure Zeit. Egal mit was, egal mit wem. Macht das, was euch glücklich macht, liebe Leute. Vielen Dank. Mehr müsst ihr nicht machen. Damit macht er mich schon glücklich. Bis dahin, macht's gut. Ich mach's besser. Ciao.